ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder zusammen mit euch auf Shorts. Aber zuvor kommen natürlich unsere Liebe-Grüße-Runde. Liebe Grüße gehen an Bayou Kraft, an Emilia, an Lotte, an Keno und Michelle Schmackina. Aber jetzt kommen wir zu den Shorts. Let's go. Hey, Linus, rat mal, welcher Tag ist? Montag. Wir feiern einen von unseren Eltern. Vatertag. Das Gegenteil. Vaterwoche. Mann, Muttertag, du Vollbrot. Komm, wir kochen zusammen mein Lieblingsrezept für Mama. Oh, ja. Als erstes brauchen wir... Oh, zwei Kartoffeln aus dem Atomkraftwerk. Das sind einfach nur große Kartoffeln. Klein häckseln die beiden Sirs, dann auf so ein Backblech so machen und dann bei 3000 Millionen Grad eine Woche im Ofen. So, als nächstes noch eine Kartoffel. Rote Beete. Roter Peter klein schnipseln. Dann, was ist das? Thomas, Renate, Tomate. Auch klein machen und zum Peter dazu. Scharfer Käse. Auch dazu, das sieht dann so aus. Dann knusprige Kartoffels aus dem Ofen raus, auf einen Teller. Dann diesen Salatkäse-Mix-Zeug darauf. Boah, ist 100% geil. Gott, ist das lecker. Das ist einfach schon so krass, dass er dieses Stimmt wirklich so eingebaut hat, dass ich es verstehe, ohne dass er es sagt. Ich liebe Rote Beete. Ich glaube, das ist auch so eine Hassliebe, wie bei Lakritze. Entweder hasst es jemand oder jemand liebt es. Was sagt ihr zu Rote Beete? Ah, endlich. Oh, das sind Nicknacks, oder? Nicht mehr. Oh, Mama? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ja? Kannst du mal kommen? Nein. Ich hab's mir gerade bequem gemacht. Mama, kannst du mal kommen? Also ohne das Zauberwort schon mal gar nicht. Bitte? Und auch mit Zauberwort nicht. Oh Mann, wieso kommt sie denn nicht? Mama? Wieso kommst du denn nicht? Wie? Ich hab 5-mal gerufen. Ach, Herr Jemine, das hab ich ja gar nicht gehört. Ich hab voll laut gebrüllt. Komisch. Aber jetzt wissen wir, wieso Eltern manchmal nicht auf unsere Hilferufe reagieren, weil die einfach keinen Bock mehr auf uns haben. Im Kino einen Film genießen, ohne dabei von Fremden gestört zu werden, das wäre ein absoluter Traum. Deshalb habe ich in 24 Stunden mein eigenes Kino eröffnet. Zunächst einmal braucht mir die richtige Ausstattung. Die typisch roten Kinosessel, die jeder kennt, eine Popcornmaschine, eine Nachomaschine, eine Leinwand und natürlich einen Beamer. Und nach kurzer Recherche habe ich einen Verleih gefunden, der all diese Dinge im Angebot hat. Ich danke. Tschüss. Let's go. Let's go. Natürlich brauchen wir aber noch einen Ort, wo wir das Ganze aufbauen und hinstellen können. Also haben wir kurzerhand unser Büro leergeräumt. Nachdem wir dann noch schnell für Snacks und Getränke in die Metro gefahren sind, kam schon der Kinoverleih und wir konnten anfangen, den Raum komplett umzubauen. Fertig war also nach 8 Stunden unser ganz eigenes Kino. Micho, das ist echt geil. Noch schnell ein paar Leute eingeladen, das Popcorn fertig gemacht und den Beamer gestartet. Natürlich durfte die Werbung und auch die Langnese-Unterbrechung in der Werbung nicht fehlen. Als ob wir das auch gemacht haben. Lass uns einen Scheißfilm gucken, Mann. Okay. Die haben Adam Sandler geguckt, oh mein Gott. Sehr gut. Die haben sich einfach alte Adam Sandler-Filme angeschaut. Ich liebe die, by the way. Die sind, was labern die von Scheißfilmen? Okay, die sind vielleicht ein bisschen dämlich, aber die sind toll. Adam Sandler. Also wirklich, die Filme. Schauen wir mal, wie du diese Handzeichen machst. Denn komischerweise macht das jeder anders da. Und wenn für dich das okay ist und das gut, dann lass mal noch und dann. Achso, das fängt ja noch nicht an. Was bedeutet dieses Handzeichen bei dir? Bei mir bedeutet das Peace, also was geht. Aber manche Menschen nutzen dieses Handzeichen als Victory. Was bedeutet im Deutschen? Peace. Wie zeigst du den Mittelfinger? Definitiv mit Daumen. Ohne Daumen ist er viel zu nackig. Aber wer bitteschön auf dieser Welt zeigt den Mittelfinger sich selber? Wie zeigst du die Herzgeste? Bei mir ist es definitiv so, dass andere kann ich gar nicht. Ihr wisst es. Und wer benutzt bitte schön das als eine Herzgeste? Das würde ich niemals verstehen. Ich auch nicht. Welche von diesen Handgesten bedeutet für dich okay? Es ist definitiv die Nummer 6. Okay. Wir können auch drüber diskutieren mit der Nummer 1. Falls mich du gefragt wirst oder irgendwas und zeigst einfach dieses Handzeichen, dann wissen schon viele das Leute ist gut. Bescheid. Was bedeutet diese Handgeste für dich? So, ich Hoffnung. Hab die immer in der Schule bitte, bitte, genutzt. Bitte. Jetzt weiß ich die Bedeutung nicht mehr. Also tut mir mal den Gefallen, schreib die mal in die Kommentare. Und wie machst du diese Handgesten? Das bedeutet, bitte, 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 das ist so Hoffnung. Bitte, lieber Gott, lass mich keine Laktoseintoleranz bekommen, wenn ich jetzt dieses Eis esse, weil ich habe Laktoseintoleranz. Das ist wirklich, ich mache das oft. Das ist richtig schlimm. Mich juckt es nicht, dass ich laktoseintolerant bin. Ich esse trotzdem Sachen und danach leide ich auf Klo. Das ist ganz schlimm. Okay, vielleicht zu viel Info für euch, aber... Jetzt wisst ihr es. Du bist in der Wüste gestrandet und hast kein Wasser. Kannst du dann aus dem Kaktus trinken? Ein Kaktus aufschneiden und direkt daraus trinken geht gar nicht. Viele Kakteen sind sogar leicht giftig. Also Essen ist auch schlecht. Entweder du übergibst dich danach oder sprengst die Kloschüssel. Sogar halluzinieren kannst du dadurch. Es gibt jedoch Kugelkakteen, die aus bis zu 70% Wasser bestehen. Die sind nur manchmal giftig. Die kann man dann aufschneiden und ausschlürfen. Oder auch zerstampfen, um an das Wasser zu kommen. Die haben bis zu 200 Kilogramm Fruchtfleisch. Größtenteils aus Wasser. Brauchen aber auch bis zu 200 Jahre.
Jahre, um überhaupt so groß zu werden. Das ist ein riesiger Kaktus. Also irgendwie ist das keine so gute Idee, aus einem Kaktus zu trinken, wenn man weiß, dass es vielleicht giftig ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man nach 9 Stunden Schule nach Hause kommt. Boah, 9 Stunden Schule war immer schlimm. Gut, was habt ihr denn heute gemacht? Nichts. Sag mal, Leute, was soll das denn jetzt? Digga, ich bin so müde. Alter, ich bin so am Arsch. Freundchen, was machst du da? Du brauchst dich gar nicht hinlegen. Du musst doch den Rasen mähen, Müll runterbringen und wir gehen später noch zu Oma. Ich kann nicht, Mama. Ich will schlafen. Aufstehen jetzt! Also bei mir war es meistens so, du hast 9 Stunden Schule, manchmal war der Sport noch dabei, da bist du eh schon kaputt, und dann Sport und dann musst du noch irgendwelche Noten bekommen für, was weiß ich, Fitness oder so. Du kommst komplett kaputt nach Hause, also absolut kaputt nach Hause. Da musst du noch irgendwelche Hausaufgaben machen, irgendwelche Vorträge vorbereiten. Das war ganz schlimm. Ich könnte mich jedes Mal über Schule aufregen, weil es ist einfach, das geht so nicht, wirklich. Das ist ganz schlimm, was die dort machen. So, Leute, Oma und Opa kommen gleich mal rum, ja? Oh, okay, dann hol ich mal schnell die Kette raus von Oma. Oh Gott, ist die hässlich. Hi, Luisa! Oh, das freut mich aber, dass du meine Kette trägst. Ja, die trage ich richtig oft. Ja, genau. Boah, die Situation kenne ich tatsächlich nicht. Also, meine Oma, die eine ist leider schon verstorben, die andere wohnt in Kasachstan. Das heißt, wir kommen da auch nichts von ihr. Also, kenne ich die Situation nicht. Na, Schatz, schmeckt dir das Essen? Ja. Freut mich, ich habe heute Zwiebeln reingemacht. Was? Ekelhaft! Und, schmeckt dir die Soße? Lecker, lecker. Super, das ist eine Weinsoße. Das ist echt so, das ist ganz schlimm. Bei diesem 100-Euro-Schein handelt es sich um Schwarzgeld. Nein, nicht das, was ihr denkt, sondern wortwörtlich Schwarzgeld. Denn diesen 100-Euro-Schein habe ich mit dem schwärzesten Schwarz der Welt angemalt. Das schwärzeste Schwarz absorbiert über 99% des Lichts. Darf man das? Ist das nicht Zerstörung von Geld? Komplett ihre Kontur. Sie wirken zweidimensional. Und ihr habt mich gefragt, ob man damit auch bezahlen kann. Testen wir es aus, was kann schon schiefgehen? Ich wollte fragen, ob ich mit dem 100er bezahlen kann. Der ist komplett schwarz. Geht das trotzdem? Nachdem ich ihm den Schein gezeigt hatte, hat er sofort einen Kollegen dazu geholt. Ich hatte ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. Der ist komplett schwarz angemalt, auf der einen Seite nur. Den können wir nicht annehmen. Im Supermarkt haben sie ihn nicht angenommen, aber ich habe es woanders nochmal versucht. Ich habe hier nur einen 100-Euro-Schein. Geht das damit? Ja. Aber nachdem sie die Farbe gesehen hatte, wollte sie ihn auch nicht mehr. Das können sie nicht nehmen. Dann zahle ich das mit Karte. Als nächstes muss ich damit wohl zur Bundesbank. Abonniert gerne den Kanal, um das nicht zu verpassen. Kann man ja nicht mehr erkennen, ob der echt oder fake ist, weil sonst hält man ihn immer so ins Licht und das ist dieses Zeichen, dieses Wasserzeichen. Und dann merkt man, ob es echt ist oder nicht. Aber bei dem ist es ja unbemerkbar dann. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ich bin so müde, aber ich mache gar nichts. Also, okay, so will ich aussehen. Okay. Das Gel. Zuerst das Gel. Ich brauche eigentlich gar kein Gel. Meine Haare sind fettig genug. Oh, das war viel Gel. Ach du meine Güte, so viele Haare habe ich gar nicht. Sieht's gut aus? Sieht's hinten gut aus? Ich glaube schon. Ach, das vielleicht. Das bin 1:1 ich, wenn ich meine Haare mache. Das ist so schlimm. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir speichern uns immer Haartutorials oder Frisuren, die wir machen wollen, aber wir machen die nie. Wir speichern uns die, aber wir machen die nie. Trommelwirbel bitte, das ist die fertige Frisur. Süß. Digga, wenn ich mir meine Haare irgendwie flechten will, das ist so chaotisch. Ich hasse es. Ich bekomme da so Aggression. Das ist richtig schlimm. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man sich so Haare flechtet, an alle, die lange Haare haben und das machen. Das ist einfach, dann funktioniert was nicht oder es fällt auseinander dann wieder oder das eine ist schiefer als das andere und das regt so auf, wirklich. Das ist so, oh! Jetzt hat die Playstation abgebaut, ich hab die Schnauze voll, der hat doch nicht mehr alle Lippen. Und seine Mutter einen Test verheimlicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mama, was ist denn jetzt schon wieder? Scheiße, Dreckskonsole, X-Kreis, 3, 4, kannst du dir alles nachschieben? Warte, ist das meine Playstation? Ja, das ist deine Playstation. Jedenfalls war sie das mal. Jetzt gehört sie nämlich mir und da bleibt sie auch. Hä, warte, warum? Was habe ich getan? Was du gemacht hast, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was du nicht gemacht hast. Gelernt Deutsch, das ist 4-. Ah, okay, aber der Test ist auch wirklich schlecht ausgefallen. Jeder hat eine schlechte Note. Ja, klar, jeder hat eine schlechte Note. Deswegen ruft mich Tobias Mutter auch gerade an und sagt, ach, der Tobias hat eine 1. Was hat denn dein Sohn? Ach, na klar, Tobias hat wieder die 1, Mann. Der lernt aber 25 Stunden am Tag. Wie soll ich das machen? Weiß ich nicht, wie du das machen sollst. Ist mir auch egal. Die verkaufe ich jetzt bei eBay. Okay, aber kann ich vielleicht wenigstens heute Abend noch mit meinem Jungen spielen? Ob du heute Abend spielen darfst? Nee, 4-, mein Lieber. Da gibt's nichts mit Spielen. Okay, aber wundere dich nicht, wenn ich dich hasse. Oh Mann, das war irgendwie sogar am Ende süß. Boah, nee, bei mir war das nie so. Ich hatte wieder eine Playstation, vielleicht liegt es daran. Und ich habe relativ
viel gelernt, so. Meine Schwester bringt mir wieder Roblox bei. Heute mit Brookhaven. Was auch immer das ist. Okay. In Rhein. Das ist wie so ein Rollenspiel. Du kannst ein Haus bauen. Also oh, ich will ein Haus bauen. Wir sind jetzt drinne. Gehen wir in den Brunnen. Achtung. Ach du meine Güte, sie ist einfach ertrunken. Er ist voll gefährlich. Ich will mal Auto fahren. Boah, ich so oh viele spielen ja Roblox. Oha. Ich suche mir jetzt ein Auto aus. Ich will eine Limousine. Ja, okay. Nee, das ist eher ein Leichenwagen. Ein Leichenwagen. Mhm. Wie fahre ich aber denn? Hä? Nein, du... Jetzt. Ich fahre in den Eisladen. Nein! Ah, ich wollte nur Eis. Okay, welche Sorte? Boom. Yeah. Mhm. Oh. Ich bin jetzt Haus bauen. Oha, sind die alles schön. Boah, ich wusste nicht, dass man das oh mein Gott, so machen kann. Das ist schön. Kommentiert mal, welches Spiel mir Nele als nächstes zeigen soll. Okay, wir schauen weiter. Wenn du deiner Mama ein Meme zeigen willst. Mama, du musst dir unbedingt mal dieses Video anschauen. Zeig doch mal gerne her. Guck dir das mal an. Ah, okay. Was macht ihr da? Warum guckt ihr nicht einfach ganz normal? Schatz, wer ist denn das? Mom, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber darum geht's doch auch gar nicht. Ich glaube, ich habe den jungen Herrn mal im Supermarkt gesehen. Kann das sein? Den hast du sicherlich nicht im Supermarkt gesehen. Schau dir einfach nur das Video an. Jetzt kommt der beste Part. Was kommt jetzt? Ach, Herbert, kannst du aber noch ganz schnell die Sachen in den Kühlschrank packen? Du hast gerade den besten Part verpasst. Hab ich mir doch gedacht. Ich hab's dir gesagt. Deswegen bist du so schlecht in der Schule. Das eine hat doch gar nichts mit dem anderen zu tun. Das ist so die typische Situation. Mütter zerstören einfach die Memes und danach sind die auch nicht mehr so lustig. Mit Eltern Liebes, ich wollte nur ganz kurz machen. Bescheid geben, dass es dann morgen so gegen 8 losgeht, ja? Ja, passt. Kannst die Tür dann wieder zumachen? Ja. Oh. Ja. Mama, ich hab doch gefragt, ob du die Tür wieder zumachen kannst. Hallo? Boah, das darf doch nicht wahr sein. Zu! Das ist zu! Oh. Alles okay, Fräulein? Ja, alles klar! Boah, man kennt es. Aber bei mir ist es, glaube ich, nicht mehr. Obwohl, meine Mama macht das auch. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und folgt meinem Insta, da heiße ich Lidirode, falls ihr das auch noch nicht macht. Ja, da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye!